Sobald Hephaistos wieder arbeitet, kann er uns für den Kampf gegen Typhon ausstatten. Verlass dich nicht drauf. Was? Warum? Er ist der Gott des Schmiedens, Erfindens und Feuers. Weißt du, Hephaistos ist ein Mann weniger Worte. Er drückt seine Gefühle durch seine Arbeit aus. Du kannst ihm nicht sagen, was er erschaffen soll. Er erschafft einfach. Einmal bat ihn die Nymphe Thetis um eine Rüstung für ihren Sohn. Mann, er liebte die Wadenmuskeln von dem Jungen und wollte sie ins richtige Licht rücken. Also ließ er die Beinschienen hinten offen. Leider handelte es sich bei dem Jungen um Achilleus. Aber Kunst ist eben Kunst. Ich gebe zu, als Vogel gefiel mir mein Bruder besser. Ja, geht mir genauso. Hey, wisst ihr eigentlich, was ich durchmachen musste, um ihn zurückzuverwandeln? Die Festung, der Kampf, das Gegacker. So viel Gegacker. Du hast recht. Entschuldige. Ich bin dankbar. Danke, Phoenix. Oh, na, das war ja einfach. Gern geschehen. Ich bin nicht dankbar. Ihr Götter seid manchmal nicht zufriedenzustellen. Gute Arbeit, Phoenix. Alles scheint genau nach Plan zu verlaufen. Phoenix, mein Herz. Du hast also endlich meinen Mann Hephaistos getroffen. Behalt das für dich, aber mir gefiel besser, was Typhon aus ihm rausgeholt hat. Ja, er wurde vom Gott zum Trendsetter. Ein Hauch von mondänem Industrial-Stil. Wie bitte mondän Industrial... Was? Warte einfach ein paar Jahrtausende. Das wird ganz groß. Und alle werden mitmachen. Du wirst perfekt dazu passen. In ein paar Jahrtausenden bin ich gar nicht mehr am Leben. Ich habe gesehen, wie du etwas mit Ares und einem Topf angestellt hast. Was war es? Sag es mir. Oh, das war wirklich nichts weiter. Komm näher, Phoenix. Dir gefällt doch der Klang meiner Stimme, oder? Und nun sag mir, was Ares vorhat. Gut, wenn du versprichst, Ares nichts zu sagen, er... Nein, warte! Ich weiß, ich war der Eber, der Adonis getötet hat. Wie konntest du nur? Du brichst mein Herz in tausend Stücke! Ich konnte nicht an mich halten, als ich dich mit einem anderen sah. Ich verlor den Verstand und die Kontrolle. Als ich wieder zu mir kam, war überall Blut. Du hast mir den einzigen Mann geraubt, den ich liebte. Aber du hast es aus Liebe getan. Ich hasse dich. Dann hasse mich. Ich ergebe mich deinem Hass. Ich zerbreche heute Nacht deine Knochen wie Äste. Oh. Das war knapp. Die Geschichte mit dem Gürtel hätte sie mir bestimmt nie verziehen. Oh mein Gott! Diese Koteletten! Diese Brustplatte! Ares? Ja, er sieht nicht schlecht aus. Und dieses Kinn. Damit könnte er eine Olive in zwei Teile spalten. Ja, einfach toll, dass er zurück ist. Erinnerst du dich noch, wie du sagtest, Dunkelheit wird nie das Licht der Liebe und des Mitgefühls trüben? Hm? Einfach toll. Sicher habe ich das gedacht und du hast es gespürt. Mir fliegen immer noch Vögel in die Haare. Ich glaube, sie suchen nach Äpfeln. Wo ist Ares Speer, wenn man ihn braucht? Gefällt mir deine Aufmachung. Du könntest dich aber auch ab und zu mal umziehen. Ich habe die Spartei getötet, wie du es wolltest. Betrachte dich als gerecht. Du hast dich wacker geschlagen. Ich war zu lange ein Huhn. Was für ein Albtraum. Die Rüstung, die sie bei sich hatten, war verbeult. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber Hephaistos Schmiede im Nordosten könnte das Problem beheben. War das ein Kompliment?
Du hast dich zum Besseren verändert. Aber Vorsicht vor dem Idioten, dem sie gehört. Oder auch nicht. Ein guter Krieger braucht eine gute Rüstung. Schwerter sind kein Spaß. Hier ist der beste Aussichtspunkt. Von hier aus kann ich auf meine Feinde niederfahren, bevor sie schreien können. Die Aussicht ist auch nicht schlecht. Und? Welche Krieger hast du gefunden, die sich uns gegen Typhon anschließen? Hephaistos zum Beispiel. Da unterbreche ich dich gleich. Nein, niemals. Hephaistos und kämpfen? Er ist höchstens ein Schildträger. Nichts für ungut. Schon gut. Es ist eine deprimierende Aufgabe. Glaub mir. Kleine Kriegerin, du wirst an vorderster Front kämpfen. Keine Sorge. Aber wenn Hephaistos weiß, was gut für ihn ist, wird er nicht im Weg rumstehen. Aphrodite hat mir erzählt, dass du Felle für ihren neuen Mantel jagst. Aber weißt du, wir haben schon eine Göttin der Jagd. Jetzt habt ihr zwei, also mach Platz, Artemis. Mein Stolz scheint auf dich abzufärben. Steht dir gut. Wie ihr neuer Mantel? Nein, übertreib es nicht. Nachdem sie die Harpyenkönigin getötet hatte, dachte Phoenix, Ares wäre stolz auf ihre Taten. Stolz? Ich bin sauer! Ich sollte da draußen sein! Ich bettle schon die ganze Zeit darum, etwas töten zu dürfen! Du kannst die Nächste übernehmen. Das hoffe ich, sonst bist du die Nächste. Kleiner Scherz. Kein Scherz! Aphrodite ist noch schöner, als ich dachte. Was meinst du, Ares? Geht so. Mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet. Komm schon. So kriegt man die Frauen um. Ich halte mir alle Optionen offen. Ich bin ein Lebemann. Lebemann? Ich dachte immer, die nennen dich Eselmann. Du willst mich nicht zum Feind haben, Hermes. Athena ist also wieder ganz die Alte, ja? Sollte sie den Mut aufbringen, mit mir zu sprechen, musst du vielleicht vermitteln. Streitet ihr euch eigentlich immer? Wir reden gern über Kriege, aber es ist nicht leicht. Ich sage etwas unglaublich Kluges. Sie töricht das Gegenteil. Und wir sehen uns beide im Recht. Du verstehst sicher. Wenn ich mich mit meinem Bruder gestritten habe, fragte meine Mutter immer, willst du lieber Recht haben oder glücklich sein? Was glaubst du denn? Ich liebe immer noch Gerste. Man bekommt den Gott aus dem Huhn, aber das Huhn nicht aus dem Gott.